Herzlich willkommen zu Ausfahrt TV. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV Plus. Ich bin der Jan. Das ist der Ora Funky Cat, ein chinesisches Elektroauto. Und wir schauen uns jetzt mal heute ganz genau den Kofferraum von dem Kleinen an. Der Ora, den zeige ich euch hier in der höchsten Ausstattungslinie, da kommt er mit einer elektrischen Kofferraumklappe, die kann ich im Innenraum öffnen über einen Schalter, aber auch über einen Sprachbefehl. Wenn das Auto steht, kann ich sagen, Ora, öffne den Kofferraum. Ich hätte einen Taster hier im Angebot, ich hätte einen Taster hier auf dem Funkschlüssel im Angebot. Und wenn ich den Schlüssel bei mir trage, dann reicht auch eine Kickgeste. Ja, eben ging es doch noch. Genau, hier jetzt ziemlich mittig unter den Stoßfänger und dann fährt die Klappe elektrisch auf. Wir haben ein Ladevolumen hier im Auto, das ist gar nicht mal so groß, zumindest im hinteren Bereich. Also der reine Kofferraum, der fasst nur 228 Liter. Wenn ich die Rücksitzbank umlege, die hier im Verhältnis 40 zu 60 teilbar ist, dann bekomme ich ein Ladevolumen von 858 Liter. Und ihr seht schon, die Chinesen denken eher ein bisschen kleiner, zumindest was die Personen angeht. Wenn ich mein Fass hier in den Kofferraum bringen möchte, dann muss ich es erstmal 83 cm nach oben bringen. Dann kann ich es hier auf die Leiste stellen. Und dahinter geht es nochmal stolze 20 cm nach unten. Das heißt auch, ich muss jedes Mal die Sachen aus dem Kofferraum 20 cm hochheben, um sie dann ausladen zu können. Die fehlende Stehhöhe, die habe ich schon angesprochen. Ich habe mal hier gemessen, mittigstens 1,76 Meter. Dafür braucht die Klappe keine 2 Meter, um zu öffnen. 1,93, 1,95 sollte als lichte Höhe ausreichen. Dann schauen wir uns den Kofferraum auch mal an. Wie gesagt, hier hohe Ladekante, hinter der es tief nach unten geht. Hier erstmal die Kunststoffleiste. Dann kann ich das Ganze auch noch anheben und habe hier Tire Kit, First Aid Kit, Abschlepphaken und den Ladeziegel. Dafür ist dann nochmal Platz. Das ganze Gedöns kann ich allerdings nicht anheben, weil zumindest ist es so nicht gedacht. Nee, das ist hier sogar geschraubt. An der linken Seite haben wir dann noch die LED-Kofferraumbeleuchtung und hier oben so ein, ja, ich will nicht sagen Taschenhaken, ein Tütenhaken wäre es eher. Und den finde ich auch auf der anderen Seite. Wir haben hier so eine süße kleine Mini-Hutablage oder einen Sichtschutz würde ich das eher nennen. Gibt kein echtes Scharnier hier hinten, naja gut, kann man schon so nennen eigentlich, ne? Und da ist es dann nur so ein Nöpsi. Mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich hier natürlich ganz entspannt an die Entriegelung der Rücksitzbanklehnen. 60% fallen hier auf der linken Seite und dann die restlichen 40% auf der rechten Seite. Und man sieht es hier schon durch das Weiß ganz deutlich. Wir haben keine ebene Fläche, sondern fahren hier quasi vor. Also gibt eine richtige Stufe und hier steigt es nach vorne hin auch noch ein bisschen an. 103 cm haben wir hier Platz im Kofferraum, der ist also schön breit mit 81 cm am Einstieg, auch angenehm hoch und selbst bis zum Sichtschutz haben wir 49 cm, das ist ein eher positiver Wert. Ja, wo Licht ist, da gibt es natürlich auch Schatten. Das ist hier die Tiefe im Kofferraum, der ist nämlich gar nicht so groß, was die 228 Liter schon erahnen lassen. 48 cm habe ich hier von der oberen Rücksitzbankkante gemessen bis hinten hin. Hier im unteren Bereich sind es 65 cm. Habe ich die Rücksitzbank umgelegt, dann habe ich hier bis zur Kante 1,24 Meter zur Verfügung. Und wenn ich dann auch noch den Beifahrersitz ganz nach vorne schiebe, kann ich hier Gegenstände mit einer Länge von 1,73 Meter einladen. Ich habe die Wasserkisten eingeladen. Gebt doch mal einen Tipp unten in die Kommentare, wie viele Wasserkisten meint ihr, bekommt man in den Ora Funky Cat bei umgeklappter Rücksitzbank. Die Auflösung gibt es natürlich auch gleich. Erstmal hier der Beleg. Ich habe nicht überladen, sondern es ist über ordentlich Platz. Und die Kofferraumklappe hat auch geschlossen. Dafür habe ich allerdings ein Weilchen gebraucht, wenn ich ehrlich bin, weil ich mich eigentlich nicht mit nur drei Kisten hier hinten zufrieden geben wollte. Bloß egal, wie ich das mache, sobald eine Kiste hier in den Bereich kommt, schließt die Klappe halt nicht mehr. Und somit haben wir 9 Wasserkisten bei umgeklappter Rücksitzbank in den Ora Funky Cat bekommen. Wenn ich die Rücksitzbank hingegen nutzen möchte, dann muss ich hier mit 3 Wasserkästen im Kofferraum auskommen. Man hat zwar hier noch viel Platz, ne? Aber die Klappe grätscht da natürlich auch lustig rein.
und macht dann hier entsprechend zu. Ich habe es ausprobiert, 3 Kisten passen, mehr nicht. Auch mein Rennrad habe ich wieder eingeladen hier. Dafür musste ich das vordere Laufrad aus dem 28 Zoll Rennrad entfernen, damit ich das hier überhaupt in das Auto bekomme. Und zwar auch so ein bisschen hin und her geschaukelt, weil den Beifahrersitz habe ich ja ganz vorgeschoben. Aber der Fahrersitz ist mehr so auf der Position, die ich brauche. Und damit das nirgends aneckt, muss das Vorderrad halt raus. Zudem ist das Ausladen auch nochmal so eine Sache, weil ich ja hier diese 20 cm überbrücken muss. Und wenn ich den Kofferraum nicht zerkratzen möchte, also den Kunststoff, dann muss ich da sehr vorsichtig vorgehen. Ich bin ja wirklich immer bemüht, alles zu probieren, aber wenn ihr euch das Fahrrad anguckt und den verbleibenden Kofferraum, gebt ihr mir hoffentlich recht, das muss ich nicht probieren. Auch ein zerlegtes Rennrad passt nicht in den Kofferraum vom Ora Funky Cat. Ja, noch so ein Klassiker, kann ich die Leiter oder meine Testleiter hier in den Kofferraum laden? Ja, das geht, aber auch nur, wenn ich den Beifahrersitz ganz nach vorne schiebe, denn nur so habe ich ja die 173 cm Tiefe und bei der Leiter brauche ich ja etwas über 1,60 m. Das heißt, auch Surfbretter etc. pp. Würden hier reinpassen. Ich muss übrigens auch nur die kleine Seite umklappen, aber auf dem Beifahrersitz, vielleicht kann ich das auch mal zeigen, ist dann nicht wirklich Platz, um noch hier großartig zu sitzen. Kinder oder schlanke Personen sollten hier noch Platz nehmen können, ist aber natürlich eingeschränkt, der Sitzkomfort. Ja Kinder, wir spielen wieder eine kleine Runde. Der kleine Jan will verreisen. Was kriegt er alles ins Auto? Das Gepäck, was nicht reingepasst hat, steht hier. Das sind der Handgepäckstrolley, der 45 Liter Peak Design Fotorucksack und der Aufgabetrolley, der kleine. In den Kofferraum habe ich bekommen und ich gestehe, das ist das erste Mal, seit ich die Tests mache, dass ich ein bisschen nachgeholfen habe mit der Klappe im unteren Bereich nochmal gedrückt hat. Die wollte erst nicht zugehen, aber das ist ja hier wirklich weiches Material. 65 Liter passt in diese Duffelbag von Peak Design und nochmal 65 Liter in den Rucksack und beide habe ich mit Decken ausgefüllt und immerhin den großen Gepäckstrolley, das Aufgabegepäck, das hat hier auch noch mit reingepasst. Also man kann schon in Urlaub fahren, man hat ja auch noch Platz auf der Rücksitzbank, aber mit 4 Personen wäre das wahrscheinlich ziemlich eng. Ein bisschen Nostalgie muss sein. Seit 10 Jahren habe ich diesen Stativtrolley oder diese Stativrolle. Und die passt hier auch hervorragend in den Kofferraum, denn der ist nämlich schön breit. Und die Rolle braucht halt 96, 97 cm, damit ich sie verstauen kann. Jo, passt rein. Und nach meinem Verständnis müsste dann eigentlich auch ein Golfbag mit Schlägern hier reinpassen in den Kofferraum. Und jetzt wird es noch mal ein bisschen hässlich, ne? Denn ich darf lediglich 315 Kilo zuladen, plus 75 Kilo für den Fahrer. Das heißt also 400 Kilogramm bei 4 Personen dürfen die durchschnittlich maximal 100 Kilogramm inklusive Gepäck wiegen. Zweites Drama, es wird keine Anhängerkupplung, oder zumindest aktuell ist nicht vorgesehen, dass es eine Anhängerkupplung geben wird. Und wer gesehen hat, wie schwer sich das Fahrrad hier verladen lässt, das heißt also Fehler, leider auch kein Fahrrad auf die Anhängerkupplung. Es gibt auch keine Dachlast, also man kann sich nicht mal mit einem Dachträger behelfen. Für alle Fahrradfans ist die Ora somit ein bisschen raus. Ich finde es extrem schade, das Auto ist ein perfektes Auto für ältere Leute, finde ich. Weil du 4 Sitzplätze hast mit sehr viel Platz im Innenraum und kleinen Kofferraum. Das entspricht in etwa dem Kaffeekränzchen meiner Mutter. Und für die wäre das eigentlich super, aber die hohe Ladekante hier mit diesen 20 cm, das ist schon arg. Und die alten Leute und die alten Herrschaften, so sagt man ja ordentlicherweise, sind ja alle aktiv und wollen Fahrrad fahren, fällt hier auch aus bei dem Auto, ist ein bisschen schade. Da hätten sie nochmal nachdenken müssen oder vielleicht rüsten sie nochmal nach. Ja, das soll es gewesen sein von meiner Stelle aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schenkt mir gerne ein paar lustige Kommentare, da freue ich mich auch drüber. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke anzumachen, weil hier gibt es ständig die Kofferraumtests und ihr wollt ja informiert bleiben. Achso, ja, und verabschieden muss ich mich auch noch, ne? Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.